Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich schon wieder und ihr seht, ich habe hier zwei Kartons stehen und zwar sind die von meiner lieben Manuela und eins ist auf jeden Fall der Gewinn, also die Sachen, die sie für meinen Wettbewerb gemacht hat. Irgendwie haben alle entschieden, dass sie mir die Sachen trotzdem schicken wollen und ja, zwei Sachen sind schon angekommen, beziehungsweise mit dem jetzt heute das dritte. Und sie hat mir gesagt, es ist ganz wichtig, dass ich das Große zuerst auspacke. Das gehört wohl irgendwie zusammen. Und ja, wie genau, kann ich noch gar nicht sagen. Ich weiß auch selbst nicht so genau, was hier jetzt alles drin ist. Ja, und das untere ist, also eins von meinen ist, glaube ich, unser Tauschpaket. Und ich hatte ihr mal ein Paket geschickt und ja, sie hat mir jetzt was zurückgeschickt. Und das kleine ist, glaube ich, das vom Wettbewerb. Aber genau weiß ich es nicht. Sie hatte nur gesagt, wichtig, dass ich das Große zuerst auspacke. Deswegen packe ich das Kleine jetzt an die Seite. Und hier hat sie mir so ein paar Aufkleber drauf gemacht. Die versuche ich mal zu retten. Einmal so Spielkarten. Und hier war noch so ein Pfeil drauf auf dem Kleinen. Das gucke ich gleich. So, ich werde jetzt den Karton einmal kurz öffnen und dann schaue ich mal, wie ich das aufmache. So, ich habe den Kleber einmal überall, denke ich, ganz gut entfernt. Und dann machen wir das Ganze mal auf. Oh je. Ups. Viel Spaß. Und hier oben sehen wir ganz viel Herzchen-Konfetti. Und ich zeige euch gerade mal im Deckel, wie schön sie das gemacht hat für dich. Und dann lauter Schmetterlinge noch mit drauf geklebt. Ja. Und ich ahne Böses, wenn da schon viel Spaß draufsteht und so viele. So dünne Herzteilchen dabei sind, dann ja, ich versuche die mal hier rauszumachen. Ja, ich habe es geahnt, dass hier noch mehr drin sind. So, ja, sehr freundlich. Oh, jetzt könnt ihr mich nicht mehr sehen, weil der Deckel das versperrt. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Ich glaube, ich drehe den einfach. So, ja, einfach ist gut. Ich habe hier irgendwie nicht so viel Platz, weil mein Hund hat sich jetzt ausgedacht, dass er gerne immer hier bei mir liegen möchte. Und jetzt kann ich meinen Stuhl nicht mehr so an die Seite räumen, weil er da nämlich liegt. So, und dann gucke ich mal, was haben wir denn hier? Hier haben wir Stempelabdrücke mit Hallo Lieblingsmensch. Ja, und es gibt ein Lied. Ich weiß, ich kann mir immer nicht merken, wie die Sänger und so heißen. Auf jeden Fall heißt das Lied Lieblingsmensch und ich liebe dieses Lied. Deswegen ganz passig. So, hier ist anscheinend die Post. Hier kommt gute Laune per Post. Okay, und die mache ich einmal auf und lese die einmal allein. Und jetzt hat sich die Kamera verschoben. So, jetzt haben wir es wieder. Ja, die lese ich einmal kurz allein und dann zeige ich sie euch aber mal. Okay, diese Post zeige ich euch jetzt, bevor ich sie gelesen habe. Und zwar werdet ihr gleich sehen, warum. Sie hat sich da nämlich was echt Lustiges ausgedacht. Hier oben hat sie nochmal Hallo Lieblingsmensch. Hier hat sie so ein paar Schneeflocken ausgestanzt und draufgeklebt. Und das ist aus diesem Set, was sie von Stampin' Up ist das ein Set. Und es ist wirklich sehr, sehr schön. Also im Original gefallen mir die Schneeflocken viel besser, als ich das in dem Set da gesehen habe. Und tu, was dich glücklich macht, ein mega schöner Stempel. Und jetzt guckt mal, was sie gemacht hat. Sie hat einen Brief geschrieben, hat diesen Brief aber mit einer Stanze, wo ja, Puzzle quasi ausgestanzt werden, hat sie ausgestanzt aus dem Brief und ja, hat mir hier das Puzzle reingeklebt. Und jetzt darf ich mir erstmal das Puzzle quasi zusammensetzen, um ja, dann überhaupt die Post lesen zu können. Das werde ich gleich machen. Und hier hinten hat sie mir, und das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, du magst doch Kackhaufen. Also das ist jetzt nicht, ich mag doch Kacke, sondern ich mag doch Kackhaufen. Und das stimmt, ich finde die total lustig. Und da hat sie mir hier einen Kackhaufen Stanzteil unten drunter gemacht. Ja, auch total lustig. Ja, und da ich nicht weiß, ob ich diesen Brief jetzt brauche für das Päckchen, um die Sachen zu öffnen und einzusortieren, werde ich mich jetzt erstmal ans Puzzeln machen und werde mir erstmal den Brief zusammensetzen. Das heißt, ich werde den Karton an die Seite packen, werde das puzzeln
und werde dann den Brief lesen. Und das mache ich aber alles allein, weil sonst sprengt das hier den Rahmen dieses Videos. Ja, und wenn ich das gemacht habe, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das Ganze einmal sortiert und ich möchte euch mal zeigen, wie gemein das wirklich ist, weil guckt mal, alleine hier diese ganzen Randteile, die einfach mal so gar nichts drauf haben, das heißt, man kann sich an nichts orientieren und die Puzzleteile sehen echt alle exakt gleich aus. Also, die haben immer, es gibt zwei Puzzleteile, dieses oder dieses, und die sehen immer exakt gleich aus. Also, egal welches ich davon jetzt hole. Die sehen wirklich alle gleich aus. Und ich habe hier halt super viele am Rand schon alleine, wo einfach nichts draufsteht, wo man sich an nichts orientieren kann. Ich werde jetzt dann mit denen natürlich anfangen, wo ich mich orientieren kann. Wo dann halt was draufsteht, wo ich weiß, was oben und unten ist. Ich habe mir hier schon mal die Ecken rausgesucht. Ich nehme an, dass das unten ist, dass da nichts mehr steht. Hier erkennt man es an der Schreibrichtung, das ist dort und das müsste vorne der Anfang auf jeden Fall sein. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es so hingehört. Von der Schreibrichtung kann man sich da schon orientieren. Ich habe aber keine Ahnung, wie viel dazwischen passt. Das werde ich hier gleich rausfinden, indem ich hier alle Teile nehme, die halt eben, wo man erkennt, dass die nach oben gehören. Und das sind ziemlich viele im Vergleich zu denen, die eigentlich an die Seiten gehören. Also nehme ich an, dass es ein breiteres Puzzle ist und dafür ein bisschen, also eher so ein Rechteck als so ein Rechteck, weil halt oben wirklich viele Teile sind und die Seitenteile sind doch eher weniger. Wobei man hier natürlich nicht weiß, wie viele gehören zu der Seite, wie viel zu der und wie viel nach unten. Mal gucken. Und ja, auch hier seht ihr, es ist echt gemein. Also da hast du dir wirklich was Gemeines ausgedacht. So, jetzt fällt mir gerade auf, die Kamera mal hier hin. So, genau. Ja, ich leg mal los und probiere das mal hinzukriegen. Den ersten Satz kann ich schon lesen. Wenn du das hier lesen kannst, hast du schon richtig Arbeit. Das heißt bestimmt hinter dir. Ich hoffe, du bist mir nicht böse mit der Kleinen. Ja, und dann kann ich mir das hier rauspuzzeln, wie es dann hier weitergeht. Das kann noch lustig werden. Also das war ja jetzt hier mal der einfachste Teil. Du hast echt Glück, dass ich gerne puzzle. Aber ich glaube, also ich wollte dieses Video heute Morgen relativ schnell abdrehen, damit ich dann halt heute meinen Tag noch weitermachen kann. Aber ich glaube, das wird eine Tagesaufgabe hier. Bin auf jeden Fall beschäftigt. So, ich werde jetzt einfach weiter puzzeln und also hoffe, dass ich das hier relativ schnell entziffert kriege und ja, wie gesagt, zwischendurch lese ich vielleicht noch mal ein bisschen vor, wenn ich so einen Teilerfolg habe oder vielleicht mache ich es auch komplett für mich. Ich weiß es nicht, ich lasse die Kamera mitlaufen und entscheide dann später, was ich mache. Ihr Lieben, ich habe es tatsächlich geschafft. Es kann sein, dass ich es im Schnelldurchlauf
habe laufen lassen, weiß ich jetzt noch nicht. Das entscheide ich nachher beim Schneiden. Da gucke ich dann, also da sehe ich dann erst, wie lange es tatsächlich gedauert hat. Ja, die ganzen weißen Sachen habe ich jetzt nicht dazu gepuzzelt. Also jetzt wirklich nur die Schrift. Das war echt nicht einfach. Also ich hoffe, dass du das auch einmal gepuzzelt hast. Als kleiner Tipp, ich würde einen Hintergrund machen oder auf der Rückseite ein Bild, auf der anderen Seite die Schrift, damit man eine Chance hat, das ein bisschen einfacher oder die Schrift größer machen. Eins von beiden, es war echt schwer. Es hat auch Spaß gemacht, aber es war anstrengend und schwer, auf jeden Fall. So, ja, und sie hat dann geschrieben, dass ich halt schon ganz schön Arbeit hinter mir habe, wenn ich das jetzt lesen kann und dass ich ihr hoffentlich nicht böse bin für die zusätzliche Arbeit in der Vorweihnachtszeit und dass jetzt hier ihr doppeltes Tauschpäckchen gekommen ist, dass sie eine nicht schöne Schrift hat und deswegen mit dem PC geschrieben hat und dass sie hofft, dass ich den Rest, was in dem Paket, also die Päckchen, die dann mit ihrer Hand beschriftet sind, dass ich das lesen kann. Und wenn mir was nicht gefällt, dann darf ich es halt gerne weitergeben, dass sie da kein Problem mit hat. Und dass sie mir jetzt viel Spaß wünscht beim Auspacken und dass ich ihr ans Herz gewachsen bin und dass sie mir eine Umarmung aus der Ferne schickt. Ja, einmal als Beweis, damit ich es auch wirklich gepuzzelt habe. Und naja, ihr seht es ja, dass es gepuzzelt ist und dass ich es wirklich entziffern konnte. Genau, ja. Das geht mir auch so. Du bist mir auch sehr ans Herz gewachsen, wobei ich dir sagen muss, das nehme ich dir ein bisschen übel. Aber das macht nichts. Wie du siehst, ich lache noch, alles ist gut. Okay, ja, und jetzt, ich habe es einmal abfotografiert, weil das habe ich jetzt nicht unter das Herz gebracht, das einfach so wegzuschieben. Und ich mache es jetzt aber trotzdem hier wieder in die Packung. Ah, siehst du, hier hat mir noch eins gefehlt, wo hier noch so ein bisschen Schrift zusammen war. Und da passt es hin, guck mal. Nee, doch nicht. Egal. Genug gepuzzelt, das passt hier hin. Guck mal, das lässt einen nicht mehr los, ne? Dann will man es aber auch wirklich. So, da passt es. So, jetzt habe ich es aber wirklich komplett. Okay, ja. Also, wie du gesehen hast, das hat mich nicht losgelassen. Das musste wirklich komplett fertig gepuzzelt werden. Ich räume es jetzt trotzdem schweren Herzens wieder weg. Ich habe schon überlegt, ob ich es mir zusammenklebe. Also mit Kleber immer hinten und dann wirklich auf dem Papier irgendwie zusammenklebe und mir hier hinten auf meine Wand packe. Vielleicht mache ich das auch noch. Da muss ich es aber nochmal puzzeln. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht schiebe ich es mir auch irgendwie an die Seite, aber es geht ja nicht, weil ich brauche den Platz für den Karton. Deswegen, die hier können auf jeden Fall hier erstmal rein. Und ja, entweder puzzle ich es mir nochmal oder irgendwann, wenn ich Langeweile habe und viel Zeit habe, dann mache ich das nochmal. Dann puzzle ich es mir nochmal und dann packe ich das alles auf ein Blatt und dann kommt es hinten an meine Wand. Weil. Ja, es ist irgendwie schade um die ganze Arbeit. Also nicht wegen dem Ausstanzen, sondern wegen dem Zusammenpuzzeln, ne? So, okay, das war die Post. Das war die schöne Karte, die zeige ich noch mal kurz. Und ja, der Rest vom Brief, weiß nicht, ob ich den dann schon gezeigt hatte, der sah dann so aus. Da ist das rausgeschnittene oder ausgestanzte. So, ja, und dann schnappe ich mir den großen Karton und dann geht's weiter. So, einmal so rum. Und ja, jetzt werde ich mal gucken, dass ich hier so viel wie möglich von denen immer schon an die Seite packe, dass die nämlich überall rumfliegen. Ich versuche mal, die einfach so abzuschütteln und dann Schoki geht immer. Na klar. Erkennst du die Tüte? Na, da hast du wahrscheinlich was eingepackt, was ich schon hatte. Ja, hier ist nichts irgendwie nummeriert oder so. Und deswegen mache ich das einfach jetzt so, wie es mir in die Hand fällt, auf. Und hier haben wir Aufkleber. Das ist aber noch mehr drin. Erkennst du die Tüte? Achso, das ist dann von den Kekschen, die ich dir geschickt habe. Oder von den Mandeln, glaube ich, ne? Die hatte ich da eingepackt. Ja, ich erkenne sie. So, und hier haben wir einen Stempel. So. Ich glaube, das müsste funktionieren. Hier haben wir einen Stempel und einmal mit einer Katze. Hier einem Aquarium mit dem Fisch. Und die Katze möchte halt gern den Fisch klauen. Ich guck mal. Ja, so.
Ja, jetzt ist der Fisch leider hier ein bisschen von dem Aufkleber verdeckt, aber ich glaube, ihr könnt es so ungefähr sehen. Ich kann es auch rausholen. So, ich habe es einmal rausgeholt. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Also die Katze, die steckt die Zunge raus, weil die darf nämlich den Fisch nicht fangen und der Fisch knutscht, finde ich süß. Sehr, sehr süß. Dann haben wir hier Aufkleberchen. Da stehen auch immer so Sachen noch drauf, aber es ist mir gerade ein bisschen zu klein, um das jetzt alles vorzulesen in Englisch. Aber die sind auf jeden Fall sehr schön und sehr finigran. Gefallen mir sehr gut. Und hier sind, glaube ich, noch Stanzteile drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah ja, hier hat sie schon ausgestempelt, aufgestempelt und ausgestanzt. Dann einmal diese Katze. Also da hat sie das mehrmals gemacht, diese Katze. Ach, und das ist hier jetzt einfach nur die Stanzteile, ohne dass es aufgestempelt ist. Und dann kann ich es mir selber nochmal aufstempeln. Oder eben einfach so, weil die ja hier auf buntem Papier sind. Und dann kann ich die so benutzen. Und dann eben noch mehrmals das Aquarium hier auch in verschiedenen Farben und Formen. Und das packe ich mal wieder zurück in die Tüte, dass mir das hier nicht so alles rumfliegt. So, Schoki geht immer und dann mache ich die gleich mal auf, wenn die jetzt schon hier oben liegt. So. Jetzt kommt es an. Jawohl, was haben wir denn hier? Schoki, aber es ist natürlich nicht wirklich Schokolade, sondern es ist ein Notizbuch mit einem Stift. Ja, das ist ja witzig und sieht dann aus, wie als wenn man hier ein Stück abgeschnitten hätte und da eben, ich glaube, wenn ich das auf den Tisch legen würde, mein Mann würde erst denken, dass es Schokolade und würde versuchen, also würde es in die Hand nehmen, dann würde es wahrscheinlich merken, aber wenn man es im Halbdunkeln so auf dem Tisch sieht, dann könnte man wirklich denken, es ist Schokolade. Ne? Ja, witzige Idee auf jeden Fall. Ich muss mal gucken, weil das hier alles so groß ist, wie ich das mit dem Platz hier hinkriege. Schau mal, so, das steht hier, für deinen Mann, aber nicht die Schoki, alles auf einmal. Okay, dann packe ich das an die Seite, ich packe es aus, aber zum Schluss und gebe es dann nachher meinem Mann. Wer kommt da rein? Wer kommt da rein? Könnte ein Bilderrahmen sein, ich weiß nicht, wer da reinkommt. Ja. Ich würde behaupten, es ist ein Bilderraum. Und ist es auch, und zwar in meiner Farbe, nämlich im Türkis. Ich schmeiße jetzt das Papier wieder einfach auf den Boden, weil sonst habe ich hier wieder alles voll. Ja, das weiß ich noch nicht, wer da reinkommt, ehrlich gesagt. Und den kann man auch schön hinstellen oder auch aufhängen. Und ist ziemlich tief, also das heißt, man kann ihn noch schön innen ein bisschen dekorieren. So, hier ist was, was nicht so ganz eingepackt ist. Guck ich gleich mal. Ach, das ist, ja, witzig, den habe ich auch gemacht vor ein paar Tagen. Und zwar ist das so ein Stern, der mit so einer Perle festgehalten wird. Und das ist irgendwie, glaube ich, der Renner dieses Jahr. Und dann klappt man das Ganze nämlich so auf, faltet das hier so zusammen. Und dann kann man die Perle wieder zusammenschieben und dann hat man so einen Stern. Das ist relativ einfach, da gibt es schon einige Videos zu, müsst ihr mal gucken. Der wird aus 5 Quadraten gemacht und dann einfach immer nur einmal so in der Mitte, einmal so in der Mitte gefaltet und dann eben hier eine Ecke. Also das hier ist quasi, davon braucht ihr 5 Stücken und die werden eben einmal so, einmal so gefaltet und einmal so gefaltet und dann drückt ihr das hier so zusammen, dass die Ecken hier aufeinander liegen und dann wird es hier immer zusammengeklebt. Und hier, so, und dann sind es, wie gesagt, 5 Stück und die sind dann immer so aneinander geklebt. So, jetzt funktioniert es, hier hat es noch ein bisschen geklebt. Ja, und wenn ihr die alle 5 aneinander geklebt habt, dann sieht das Sternchen so aus und zwischen den beiden, da kommt dann, braucht ihr, je nachdem, wie groß ihr euer Teil hattet, davon braucht man dann nochmal, also die Hälfte und die Hälfte. Wenn das jetzt zum Beispiel hier, ich sage mal 6 mal 6 cm waren, dann braucht ihr noch 2 Teile, die 3 mal 3 sind
Und die werden dann einfach am Ende und am Anfang oder ja, draufgeklebt und dazwischen kommt eben so ein Bändchen. Das kommt hier so einmal über den halben Bogen und dazwischen kommt eben eine Perle und dann kann man es eben auf- und zumachen. Und ja, wie man das dann eben, wie gesagt, wie ich schon gezeigt habe, wohin aufklappt, dann hat man eben so einen Stern und dann drückt man die Perle oder schiebt die Perle hier wieder runter. Schwupp. Und schon ist der Stern fertig und man kann ihn irgendwo hinhängen. Ja, ist eine super coole Idee und ist schnell gemacht und ist es auch schön wieder an die Seite getan. Dadurch, dass man es hier wieder so schön zumachen kann, kann man es eben schön für nächstes Jahr weglegen und kann es dann wieder benutzen, dann geht es nicht so schnell kaputt. Also cool auf jeden Fall. Was machst du daraus? Ui, okay, eine Aufgabe. Da kann ich dir aber nicht versprechen, dass ich jetzt sofort eine Idee dazu habe. Wenn ich es denn rausbekomme. Das sind Ü-Eier-Teilchen und zwar solche Plastikteile. Die sehen dann immer aus wie, ja, sehen immer alle gleich aus. Ja, gute Frage. Was mache ich daraus? Kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung, habe ich null Idee zu. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht verraten, was ich daraus mache. Vielleicht klebe ich das irgendwo bei irgendeinem Mixed Media Projekt mal mit drauf. Das kann ich dir noch nicht verraten. Keine Idee zu. So, was haben wir hier? Hier haben wir solche Blümchen und zwar so ein bisschen wie Pailletten, aber halt nicht gebogen oder so, sondern einfach gerade. Ja, und die kann man irgendwann mal schnell irgendwo mit auffädeln oder auch mit aufkleben. So, ich will immer nicht, dass die ganzen Dinger rausfliegen. Du magst es. Okay. Überzeugt davon und schaue ich mal nach, ob das auch stimmt. Ich mag so. Und wo ist der Anfang? Na. So, das mag ich tatsächlich. Hier habe ich oben schon gesehen. Das ist Gorsches. Und zwar sind das hier solche Stoff, oder nicht Stoff, solche Papierblümchen mit so einem Glitzersteinchen noch in der Mitte. Ja, und das mag ich tausendprozentig. Und auch die Farbe ist total schön. Und hier kann man auch wieder was verwenden, wenn man die Sachen runtergenommen hat. Sehr, sehr schön, mag ich auf jeden Fall. Zum Weiterverarbeiten. Okay, schauen wir mal. Sind irgendwie auch mehrere Teile drin. Das noch was drin? Oh, das ist cool. Ja, die Sachen sind auf jeden Fall cool. Und zwar haben wir hier einmal Holzteilchen und die kann man, das sind Kreuze und die haben hier oben so ein Loch, könnt ihr das sehen? Ja, seht ihr? Da ist so ein Loch und die könnte man jetzt einfach so an eine Kette fädeln, man könnte sie anmalen oder man kann sie aber auch einfach irgendwo mit draufkleben, für ein Mixed Media Projekt zum Beispiel. Hier sind Nadeln mit so einem Glitzersteinchen obendrauf. Da weiß ich jetzt gerade echt nicht. Also was mir dazu einfallen würde, wenn man mit Moosgummi irgendwas macht und da was feststeckt, da könnte ich mir das gut vorstellen. Dann haben wir hier, oh, jetzt weiß ich wieder nicht, wie die Dinger heißen. Davon habe ich aber schon ein paar, allerdings nicht diese hier. Die hole ich mal aus und zeige euch die. Ja, ihr wisst natürlich wieder, wie die heißen und ich vergesse solche Namen doch immer, aber die sind auf jeden Fall richtig cool. Zweimal mit so einem Regenbogen und einer Wolke und einmal ein Schlüssel mit Sternchen. Ja, und die kann man ja super gut mit UV-Resin füllen oder auch mit normalem Resin, aber mit UV-Resin geht es natürlich wesentlich besser und wesentlich schneller. Ja, richtig cool. Dankeschön.
Und hier haben wir Holzanhänger mit Merry Christmas. Ich guck mal, ob die alle gleich aussehen. Ich nehme es aber mal an. Ja, genau, sind alle drei, alle gleich und es sind drei Stück. Dann packe ich auch gleich wieder in die Tüte, dass die mir nicht verschollen gehen. Und ob ich die jetzt so lasse oder ob ich die Seite hier benutze und hier so ein kleines Mixed-Media-Projekt drauf mache, das kann ich dir noch nicht verraten. Da würde mir nämlich direkt da, also wo ich die gesehen habe, glaube ich, ich würde das auf der hinteren Seite lassen und hier einfach so ein bisschen was Mixed-Media-technisch machen, aber eben in sehr klein, ist ja auch schön. So, diese Rolle hier, die lacht mich hier irgendwie die ganze Zeit schon an, da muss irgendwas Zerbrechliches oder so drin sein, nehme ich an. Steht auch nichts drauf. Nee, auf dem Boden, sonst habe ich hier nachher keinen Platz mehr. Und das Ganze eingepackt nochmal in... Ist okay, und nochmal. Okay, hier sind mehrere kleinere Teile. Oh, das ist cool. Da sind lauter Glasteile drin. Und zwar einmal hier solche Gläschen. Und hier so eine Flasche und hier auch nochmal. Und da muss ich mal gucken, ob ich da Korken für bekomme, dass ich das dann zumachen kann. Ja, voll cool. Dann ist hier bestimmt sowas Ähnliches drin. Und die packe ich jetzt aber mal hier wieder so ein bisschen in das Ding und packe die hier hinten hin, dass mir die ja nicht runterpurzeln. So. Mal hier oben drüber aus, nicht dass die mir, dass mir das runterfällt. Das wäre ärgerlich. Ach cool, und hier sind noch mehr Glasflaschen drin. Und hier haben wir zwei solche kleineren. Und hier sind zwei ein bisschen größere drin. Ja, und die sind super schön, um was weiter zu verschenken. So, und ich muss jetzt gerade mal gucken, dass ich das hier alles mal ein bisschen. So, dass ich ein bisschen besser rankomme, weil durch diese Haltung hier so kriege ich irgendwie Rückenschmerzen. So, zum Basteln. Ja, ich habe mir die ganze Zeit gar nicht die Mühe gemacht, hier irgendwas zu ertasten. Aber wie gesagt, ich bin sowieso schlecht da drin. Zum Beispiel auch so ein Spatel oder so. Irgendwas. Den Stift fühlt sich das nicht an, überhaupt nicht. Ah, okay, das sind, ja, so, einmal rausgerissen. Das sind hier solche Stäbe, die würde ich für einen Garten, glaube ich, irgendwie benutzen oder für Blumen. Und da kann man hier vielleicht so ein Schildchen dran kleben oder so. Ja, mal schauen, was ich daraus mache. Mal überlegen. So, was haben wir hier? A, B, C. Okay. Oh, hier sind viele Kleinteile, ich würde sagen Perlen oder sowas drin. Ja, sowas in der Art. Und zwar haben wir hier lauter kleine Würfel mit Buchstaben. Ich sehe hier gar keine Löcher drin, ich glaube. Oder sind, ist das schwarze? Sind das Löcher? Nee, das sind doch Punkte nur, oder? Nee, sind Löcher. Ja, und dann hat man eben hier, da sind die Löcher. Ja. So, könnt ihr es, glaube ich, ganz gut sehen. Da sind die Löcher und dann hat man eben immer einen Buchstaben drauf. Und da sind ganz viele verschiedene. Ja, und die kommen direkt gleich zu meinen Buchstabenwürfeln, die ich da oben liegen habe. Dann habe ich die gleich einsortiert. Mittig drücken, drücken, mittig drücken, mittig drücken, habe ich, passiert nichts, dann mal auf und gucken, mittig drücken, ach so, und dann geht das hier vielleicht auf, oder, hä, schnalle ich nicht, warum soll ich hier mittig drücken, ups, ja, und dann kommen die raus. Ach so, die sind da irgendwie so festge... Ach, okay. Man muss die so hochschieben
Und dann haben die Böhnchen, also zumindest das mittlere Böhnchen, hat ein Gesicht. Guckt mal, ganz süß. Ach, hier, da seid ihr. Ja, ganz niedlich. So wie so ein Schlüsselanhänger. Und da hat sie irgendwie einen alten Kalender, ein altes Kalenderblatt genommen und hat daraus einen Umschlag gemacht. Ist auch eine coole Idee. So, was haben wir hier? Hier haben wir Sachen, Bänder. Und zwar einmal solche coolen hier mit so bunten kleinen Fähnchen dran. In Grün, in Blau, in so hellblau-silber. Ja, richtig cool. Ja, da muss ich direkt an jemanden denken, dem das bestimmt gut gefallen würde, ne Mausi? Mit so einem Regenbogenverlauf hier. Und hier haben wir so ein bisschen stabileres Blaues. Ja, da muss ich mal schauen. Das kommt natürlich rüber in mein Nähzimmer. Und ja, auch hier hat sie dann aus irgendeinem Rest, irgendeinem Poster oder so, dann so eine Tüte draus gemacht. Außer Konkurrenz Mixed Media. Okay, das mache ich später auch. Das ist so groß. Oh, guck mal hier. Hier kommt mir gerade so ein Igelchen entgegen. Ja, super, super süß. Ja, wie gesagt, sie weiß natürlich, dass ich Igel total gerne mag. Ja, und jetzt so langsam, Leute, wird mein Platz hier oben unter meinen Monitoren echt voll. Glitzer geht immer. Und das scheint aber ein größeres Teil zu sein. So. Ach, das ist eine Glitzerseife. Ja, auch nicht schlecht. Und zwar sieht die anscheinend aus wie so eine Muschel, wenn ich das richtig erkenne. Oder nur die Packung, das werden wir gleich sehen. Aber wenn es aussieht wie eine Muschel, okay, hätte sonst total gut zum Jakobsweg gepasst. Und das glitzert wirklich wie verrückt. Die das hier einigermaßen sehen. Und die riecht echt gut und sehr intensiv. Ja, die kommt in mein Gästebadezimmer. Ja, cool. Jedes Jahr wieder. Fühlt sich fast an wie ein großes Teelicht oder so. Jetzt guck mal. Entschuldigung. Nee, kein Teelicht, aber so ähnlich. Eine Kerze ist es schon. Und zwar so ein Weihnachtsmann. Und ich glaube, durch mein Drücken, jetzt habe ich oben die Mütze da so ein bisschen kaputt gemacht. Aber ich glaube, es hält noch. Da ist nämlich der Docht drin. Und dann anzünden kann in so einem süßen Gläschen. Ja, ganz niedlich. Und der liegt da so im Schnee. Sozusagen. So, und hier haben wir noch mal was mit Dings eingepackt. Gilt das auch zu selbstgemacht? Oh, okay, dann lasse ich es an der Seite, wenn das falsch selbstgemacht sein soll. Für deinen Sohn. Für meinen Sohn. Es fühlt sich an wie ein Stift. Ist aber für einen Stift anders eingepackt. Für meinen Sohn. Ich glaube, das ist was Emotionales. Das mache ich, glaube ich, auch ein bisschen später auf. Ich möchte jetzt nicht hier die halbe Zeit. So, eine Packung von China. Jeder von uns, der bei Ali oder so bestellt, der kennt diese Packung. Und dann ist es gut gepolstert. Ja, und so kann man die Sachen alle wiederverwenden. Ne? Das ist echt eine gute Idee. Und ich denke, hier sind noch mehr von den Glasteilen drin. Und ich habe recht, und zwar nochmal diese größeren Gläschen, die ich da vorhin schon hatte. Und hier ist noch ein kleines drin. Super. Ja, die sind echt cool und die kann man immer gut gebrauchen. Und da kann man immer auch schöne Sachen draus machen. So, das hast du in Spanien gelernt. Zu Punkt, Punkt, Punkt. Das ist weich. Sie hatte irgendwas geschrieben, ich weiß nicht mehr, war es bei dem kleinen oder bei dem großen. Ich glaube, bei dem kleinen Paket, dass irgendwas Flüssiges drin ist.
Und da habe ich echt schon ein bisschen Angst vor. Und das hier fühlt sich jetzt aber auch schon so an, als wenn. Nee, das ist nur Luft, das ist keine Flüssigkeit. Was habe ich hier denn noch an die Seite getan? Achso, ja, das war für meinen Mann, genau. Das hast du in Spanien gelernt, ja. Guck ich mal. Ja, sie war jemand, der mich auf meinem Weg in Spanien wirklich begleitet hat und jeden Tag meine Videos und so geguckt hat, also meine Live-Sachen, die ich dann immer hochgeladen habe. Und da weiß sie natürlich gut, was ich in Spanien gelernt oder gemacht habe. Ja, ich bin echt mal gespannt, weil ich habe überhaupt keine Idee und so weich. Muss ich irgendwas mit Stoff oder so sein? Ach, ja, das ist ein Café und ich glaube, sie hatte mir sogar, als ich in Spanien war, ein Foto geschickt, dass sie diesen Café entdeckt hat. Ja, Café Camino und Camino bedeutet theoretisch nichts anderes als Weg auf Spanisch. Ja, und den müssen wir auf jeden Fall probieren. Ja, wie einen richtig guten Kaffee, sich das gehört. Der ist so gut verschlossen, dass man nichts durchriecht. Und hier ist auch ein Fair-Plus-Zeichen. Das heißt, es wurde von Leuten geerntet, die dann auch wirklich fair bezahlt wurden. Und sowas finde ich sowieso immer richtig gut. Ja, vielen Dank. Cool. Nochmal ein bisschen Erinnerung an meinen Trip nach Spanien. So, deine Farben, Fragezeichen. Das sage ich dir gleich, ob das meine Farben sind oder nicht. Ups, da ist noch was drin. So, also, ja, meine Farben. Alle, samt durch die Bank weg. Allerdings, bei Türkis habe ich noch lieber Petrol. Aber die Farbe ist trotzdem geil. Also, ich mag die sehr. Ist total schön und das ist eine coole Idee. Und weißt du, was ich nachher mache? Ich werde nachher mit einem kleinen Bohrer mir hier oben ein kleines Löchlein reinbohren in den Stiel. Und dann werde ich mir mit der Nadel und einem Faden da einen Faden halt durchziehen und dann kommt das mit an meinen Weihnachtsbaum. Mhm. Cool, ne? Ja, und hier haben wir ganz viele kleine Strasssteinchen und das ist echt cool, weil obwohl ich echt so viel Krempel habe, aber ich habe gar nicht so viele Strasssteine, also zumindest nicht diese ganz kleinen. Deswegen ist das cool und hier haben wir noch ein bisschen Glitzer in Lila und in Blau und das kommt mit zu meinen Resin-Teilen und ein Washi in Blau und zwar ein schmales, was auch gut ist, weil ich habe extrem viele dicke Washis, also die normalen Breiten, sage ich jetzt mal, aber von denen nicht so wirklich. So, gehört alles zusammen. Gehört alles zusammen. Das kann dann auch noch ein bisschen warten. Gefällt dir Farbe? Gefällt die Farbe? Ach, jetzt habe ich es. So, ja, schaue ich mal. Mir die Farbe gefällt. Auf jeden Fall ist hier ein Plastikkärtchen oder so drin. Schwupp, was ist das? Ach, cool! Ein Eichhörnchen. Wie cool ist das denn? Und das ist auch so ein Teil, wo man hier oben Tee reinmacht. Und was man dann eben so an die Tasse irgendwie dran macht. Aber wie genau das jetzt hier mit der 3D? Ach so, so rum. Alles klar. Hier oben kommt es an den Rand von der Tasse. Wird so dran gemacht und das Ding hängt dann unten im Tee. Ja, cool. Das kann man hier aber auch abmachen, dass man es eben nur so verwendet. Aber mit Eichhörnchen ist es natürlich tausendmal cooler. Ja, die Farbe ist auch schön. Da gilt das Gleiche. Ich mag Türkis total gerne und Petrol noch lieber. Aber Türkis ist auch wunderschön. Und ein Eichhörnchen ist natürlich mega. Mega, mega. Ja, richtig cool. So, dann schaue ich mal. Dein Wegweiser. Okay. Fühlt sich das an wie eine Schale oder so. Wegweiser. Ach, na guck, jetzt weiß ich es. Jawohl, eine Jakobsmuschel. Und zwar in groß.
Ich habe mir nämlich in Spanien nur kleinere gekauft. Und zwar, ja, weil die großen dann doch mir auch zu teuer waren und ich fand es dann auch unsinnig, mir da in Spanien so eine große zu kaufen. Und wenn man die hier in Deutschland kauft, die sind gar nicht so günstig, muss ich eingestehen. Ich habe nämlich vorher gesucht, um welche mitzunehmen auf den Weg und die waren echt nicht so günstig. Ja, und die könnte ich mir jetzt theoretisch hier durchbohren und könnte mir die nächstes Jahr, falls ich tatsächlich wieder hinfliege und nochmal den Weg laufe, weil das ist ja nicht so ganz glücklich gelaufen mit meinem Fuß, dann könnte ich mir die anhängen, aber ich glaube, das mache ich nicht. Ich werde mir die hier an die Seite packen und werde die mit einfach auf meinen Jakobsweg links machen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier deinen Namen reinschreibe. Und ja, ich will mir irgendwann ein Projekt machen. Ich habe aber noch keine genaue Idee, was genau. Ich möchte mir auf jeden Fall irgendeine Leinwand oder irgendwas machen, wo ich meine ganzen Sachen von meinem Jakobsweg drauf mache. Und das will ich mir dann in mein Zimmer hängen. Und ich weiß noch nicht genau, wo und wie, aber da kommt das mit daran. So, und haben wir hier ein Licht. Und das ist ganz schmal. Das ist vielleicht so eine Art Knicklicht. Schau mal. Nein, es ist ein Stanzteil. Und zwar für eine Kerze. Und da gucke ich gleich mal rein. Das sieht nämlich aus, als wenn das einmal die Kerze ist und einmal die Flammen. Ah nee, da kann man so 3D-Dings mitmachen wahrscheinlich, ne? Guckt mal. Dann hat man einmal so rum, einmal so rum. Und dann kann man hier das. Ja, jetzt muss ich gucken, wie es funktioniert. Passt es hier drauf? Ja, passt anscheinend hier drauf. Aber beides die gleiche. Achso, und dann hat man einmal von so den Wachs und einmal von so den Wachs. Genau. Und dann kann man die so übereinander kleben und dann hat man quasi so ein 3D-Projekt. Ja, cool. Wenn man dann noch drei verschiedene Farben nimmt. Dann sieht das bestimmt noch cooler aus. Ja, coole Sache. Sehr schön. So, was haben wir hier? Geht immer. Geht immer. Mach ich. Geht immer. Ja, Intersport, das kenne ich übrigens auch gut. Bevor ich nach Spanien gefahren bin, bin ich da fast täglich gewesen, weil mir noch irgendwas eingefallen ist, was ich noch für den Weg brauche. Und hier haben wir Sticker und Glitzer und noch mehr Sticker für den Sommer. Eis und Bonbons und Getränke. Ja, cool. Dann haben wir hier Sternchen. Hier haben wir solche Kreise, die man entweder in der ganzen Reihe kleben kann oder einzeln abschneiden kann. Herzen gehen natürlich immer. Und hier haben wir solche Spiegelteile. Ja, auch cool. Ich habe hier schon wieder ein Platzproblem, ne? So, außer Konkurrenz, Mixed Media. Das mache ich, glaube ich, später. Und was ist das hier? Das war unser Anfang. Das war unser Anfang. Hier hat sie anscheinend irgendwas Mixed Media technisches selbst gemacht, glaube ich. Ach, ist das vielleicht? Ich guck mal. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Das ist vielleicht das Schild, was sie mir gemacht hat, als sie mich am Bahnhof abgeholt hat, beziehungsweise mit mir dort Zeit verbracht hat. Ja, genau, das ist es. Genau, mit diesem Schild haben wir uns quasi kennengelernt und ja, die Geschichte dazu war so, dass wir verabredet waren. Ich musste, hatte 3 Stunden Aufenthalt, bevor ich weitergeflogen bin nach Spanien. Und zwar bei ihr in der Nähe. Und dann ist sie, was heißt bei ihr in der Nähe? Sie ist da echt einige Kilometer extra für mich dahin gefahren. Und nicht nur das, sie hat mich dann auch noch versorgt mit Tee und mit Früchten und so total süß. Und dieses Schild hatte sie mir gebastelt, um mich zu empfangen. Das Problem war aber, dass ich mein Gepäck so aufgegeben hatte, dass ich es erst in Spanien wieder entgegennehmen musste und dann gar nicht durch dieses Gepäckding musste, sondern direkt gleich rausgegangen bin und da ich oben
in dem Raum halt war, wo alle Sachen halt waren. Und dann brauchte ich gar nicht zu dem Gepäck. Und sie hat natürlich unten beim Gepäck auf mich gewartet. Und ich hatte ihr dann geschrieben, dass ich schon da bin. Und sie, ich sehe dich gar nicht. Und ja, und dann kam sie halt mit dem Schild nochmal. Und dann war sie so ganz ein bisschen geknickt und sagte, oh, und habe ich dir das Schildchen gemacht. Und dann war es gar nicht da. Ja, das tat mir auch total leid, weil sie hat sich so Mühe gegeben und ist so weit gefahren und hat mich noch so lieb versorgt und wir haben auch super schöne Gespräche gehabt. Und ja, leider habe ich das dann erst dort gesehen, aber ich habe mich trotzdem tierisch drüber gefreut und das kommt hier natürlich an meine Wand. Irgendwo ganz oben hin, muss mal gucken. Das kommt auf jeden Fall hierher. Ganz klar. So, und dann sind hier Mixed Media. So, jetzt kommt noch Bastelkarton. Genau, das hatte sie mir geschrieben, ob ich den gerne haben möchte. Und zwar hat sie mir hier solche verschiedenen Kartons geschickt. Und ja, die werde ich dann weiter verbasteln, zum Beispiel für Büchlein oder so, für Hefte. So, ich werde hier schon mal ein bisschen was wieder reinpacken, dass mir das nicht alles so wild durch die Gegend fliegt und dann auf dem Boden landet. So, dann habe ich nämlich hier auch wieder ein bisschen mehr Platz. Dann nehme ich das hier einmal raus und dann mache ich nämlich den Karton einmal auf den Boden. So, ja, für meinen Sohn. Das ist. Das hier gehört alles zusammen, sagt sie. Oh, und jetzt kann ich mich mal setzen. Mache ich die Kamera natürlich so wieder runter, dass ihr mich auch sehen könnt. Und das gehört alles zusammen. Dann schaue ich hier einmal rein. Ja, und ich liebe immer, wenn das in solchen Gütesäcken oder so verpackt ist, weil die kann man auch immer so super, super, super nochmal gebrauchen. So, und hier haben wir Holzklammern mit solcher Kreidefarbe drauf, wo man dann noch was draufschreiben kann. Und das ist immer mega praktisch. Ja, da noch mal was drauf zu schreiben. Die packe ich jetzt hier gleich wieder in meine Tüte, damit ich das hier alles schön irgendwo beisammen habe. Und ja, wir haben ja noch einen Karton, deswegen lasse ich mir jetzt hier auch nicht mehr so viel Zeit. Wenn es gleich knistert da unten, guckt gerade mein Hund, ob da irgendwo in den Papieren irgendwas für ihn dabei ist. So, dann haben wir hier Holzscheiben mit Kreidefarbe, wo man auch wieder was mit Kreide draufschreiben kann. Sorry, dass ich das jetzt einfach so nur kurz angucke und ja, an die Seite schmeiße. Ich freue mich natürlich über die Sachen. Die sind wirklich schön. Nicht, dass du da jetzt traurig bist. Ich habe nur gerade echt ein bisschen Rückenschmerzen und möchte eigentlich mal gleich kurz eine Pause machen und mal was trinken. Ja. Von dem ganzen Reden habe ich nämlich schon ganz trockenen Hals. So, und hier haben wir nochmal solche Klammern mit Herzchen. Ja, und hier könnte ich mir vorstellen, dass hier ein Washi-Tape drin ist. Bestimmt sogar. Ich frage, was für eins? Nee, was anderes. Und zwar ist das solche Kreide, also das ist auch hier mit Kreide. Na, Spike. So, jetzt musste ich meinen Hund doch mal wieder in seine Ecke packen hier, weil der ist mir hier durch das ganze Papier und hat mir meinen Adventskalender runtergeworfen und ach, so, also den IKEA-Adventskalender. So, und zwar ist das wie so ein Klebeband und da kann man dann mit Kreide auch draufmalen und das weiß ich so genau, weil das habe ich nämlich schon. Und hier wird dann die dazugehörige Kreide drin sein, nehme ich mal stark an, deswegen gehört das auch alles zusammen. Genau, und das ist genau die Kreide, die ich nämlich auch schon habe. Ganz genau. Das gehört nämlich mit dem hier da. Das habe ich auch im selben Shop auf jeden Fall gekauft. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich dieselben Farben habe. Da müsste ich nochmal nachgucken. Aber ich habe auch so Kreidemarker auf jeden Fall. Ja, cool. So, das mache ich ganz zum Schluss.
Das mache ich davor und jetzt packe ich das für meinen Mann auf und ja, ich gebe ihm das natürlich danach. Aber ich packe es natürlich einmal aus, damit ihr auch seht, was drin ist. Ist auf jeden Fall total lieb, dass ihr auch immer an meinen Mann denkt. Jawohl, und hier haben wir einmal Fruchtgummis. Und bei ihm ist das ja völlig egal, ob die Veggie sind oder nicht, weil er isst auf jeden Fall alles und die Schokolade ist total süß. Und da ist natürlich der Spruch jetzt auch lustig, dass er die Schokolade nicht auf einmal aufessen soll. Und ich sag dir was, der wird genau zweimal abbeißen und dann war's das. So, und hier hat er dann Weingummis von Haribo, aber die habe ich noch nie gesehen. Also das scheint hier irgendwie was ein bisschen Besondereres zu sein. Und das gucke ich mir nachher aber mal an. Ja, da freut er sich auf jeden Fall. Das gebe ich ihm nachher weiter. So, und dann mache ich das mal auf für meinen Sohn. Ja, jetzt bin ich echt gespannt, was hier drin ist. Wie gesagt, es fühlt sich ein bisschen an wie ein Stift. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht so ein Schild, was man auf den Friedhof steckt. So. Das könnte ich mir vorstellen, weil hier noch irgendwie so ein Schild oder irgendwas dabei ist. Nee, da ist ein... Ach, okay, das ist für den anderen Sohn. Es ist nicht für den Sohn, der auf dem Friedhof ist. Okay, gut. Bin ich erleichtert, ehrlich gesagt. Und ja, da wird sich Kevin auf jeden Fall drüber freuen. Minions, die mag er nämlich sehr gerne. Und hier noch ein Aufbügler. Auch im Minion, ja, total cool. Hast du den gekauft oder der könnte theoretisch auch selbst gemacht sein. Also der ist sehr sauber gearbeitet und ich weiß gar nicht, ob du solche Sachen überhaupt, ob du überhaupt eine Nähmaschine hast oder so. Ich glaube, es ist gekauft. Also ich würde sagen, ungekaufte haben hinten noch ein bisschen mehr Fäden. Aber auf jeden Fall cool, ja. Das gebe ich natürlich auch weiter, da wird er sich auch freuen. Und gilt das als selbst gemacht? Das sage ich dir gleich. Was jetzt gemacht gilt. Also auch wenn man irgendwas nimmt und das ein bisschen verändert, dann hat man ja theoretisch was selbst gemacht. Also sobald man ein bisschen Zeit rein investiert hat, würde ich sagen, gilt es für mich als selbst gemacht. Auf jeden Fall hast du es wieder mal spannend eingepackt. Und hier ist auch ein Glas. Ah, und hier hat sie ein paar Perlen reingemacht und dann hat sie da oben eine Schrauböse genommen und hat dann hier so ein Kreuzchen da reingebaut und eine Schleife noch drumherum und hat da noch Love, eine Halbperle mit Love. Könnt ihr das sehen? Ja, so, war nicht so gut, ne? Ja, da steht auf jeden Fall Love drauf auf der Perle. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und ja, wie gesagt, hier, weiß nicht, wie ich euch das besser zeigen kann, weil das Herz dann immer umkommt. Hier kann ich es euch zeigen. Da, dann fallen die Perlen nämlich nach unten und das Herz, das Kreuzchen baumelt da drin. Ja, für mich gilt das definitiv als selbst gemacht. Und ja, das stelle ich hier auch oben mit hin. So. Okay, ach ja, Mensch, hier ist ja das noch. Ach hey, oh, Mensch, ich bin das. Jetzt dachte ich, ich bin am Ende mit diesem Karton hier und dann fällt mir das noch in die Hand. Stimmt, das andere wollte ich ja zum Schluss auspacken. Ja gut, das habe ich jetzt übersehen, deswegen mache ich das jetzt auf. Die Tüte ist schon mal cool auf jeden Fall. Also erstmal mit diesen Fischen hier. Finde ich schon mal ganz cool. Aber das scheint tatsächlich aus dem Fischgeschäft oder so zu sein, diese Tüte. Und die ist aber hier mit so einem Verschluss. Und hier sind Sachen drin, die ich für Mixed Media benutzen kann. Steine und Treibholz. Schon angemalt. Und hier sind noch so ein paar Moosgummireste. Und dann haben wir hier von Depot solche lilanen Holzteilchen. Ja, auch voll cool. Hier drin sind solche Kugeln, die oben aber die sind ganz weich, also aus Gummi anscheinend. Und die haben dann hier oben noch ein Loch, also man kann die irgendwo drauf stülpen zum Beispiel. Und hier unten ist noch ein bisschen getrockneter Moos drin. Ja,
total cool. Das ist für Mixed Media auf jeden Fall cool. Ja, und dann hier eben ein paar größere Steine, wenn man mal ein bisschen größeres Projekt machen möchte. Und eben hier auch so etwas größere Holzteile. Ich denke mal, das wird so Treibholz sein, was dann eben noch angemalt ist, so im Chubby Chic Style. Ja, auch voll cool. So, ihr Lieben, ich mache jetzt hier ganz kurz einen Cut und werde kurz einen Schluck trinken und mich einmal strecken. Und dann geht es weiter mit dem zweiten kleinen Paket. Und ich bin echt gespannt, weil sie sagte, da ist irgendwas Flüssiges drin und hatte Angst, dass der kaputt gegangen ist und das nass geworden ist. Da bin ich ganz gespannt, was da gleich noch auf mich zukommt. Ja, und wie gesagt, ich mache jetzt ein bisschen Ordnung und trink was und muss mich einmal strecken. Okay, geht sofort weiter für euch. Ja, ihr Lieben, es geht weiter mit Päckchen Nummer 2. Und auch das schneide ich erstmal wieder auf. Und ich bin echt erleichtert. Hier ist eine Post, die einfach nur geschrieben ist und nicht gepuzzelt werden muss. Ja, so, die Post, die zeige ich euch jetzt einmal. Hallöchen, du Gutmensch, wenn du das liest, dann hast du wohl das Tauschpaket schon aufgemacht und gedacht, nein, bitte kein Puzzle mehr. Ja, habe ich wirklich gedacht. Hoffentlich ist hier kein Puzzle mehr drin. Und wie du siehst, hast du kein zweites Puzzle bekommen, aber ich lasse mir bestimmt mal wieder etwas Nettes einfallen. Hier im Paket ist das, was ich für dich gebastelt habe. Ich hätte es dir sowieso geschickt, da ich es ja für dich gebastelt habe. Ich hoffe, dass alles heile geblieben ist. Bei der Flüssigkeit habe ich versucht, deine Farben zu treffen. So, nun viel Spaß beim Auspacken. Bleib so, wie du bist und fühl dich mal gedrückt. Liebe Grüße, Manuela. Ja, und hier ist jetzt was drin, also ihr habt das ja schon gesehen, das war diese Box, die dann so aufging und da waren oben zwei, ups, ja, hatte ich wieder vergessen, die Kamera zurückzudrehen, aber auch nicht so schlimm. Und hier ist, wie gesagt, eben dann dieses Projekt drin, was sie mir gebastelt hat und da waren halt, war halt so eine Explosionsbox und dann waren oben so Lamas drauf, die sahen ganz süß aus mit meinem Namen und ich versuche jetzt mal, das hier alles vorsichtig rauszukriegen und ja, wie gesagt, bei der Flüssigkeit, da bin ich echt gespannt, was das sein soll. Hier ist ein richtig schweres Päckchen drin, also irgendwie scheint das noch ein bisschen mehr zu sein, als nur dieses Teil, was sie mir da gebastelt hat. Hier wird die Explosionsbox auf jeden Fall drin sein. Dann habe ich hier noch, sehe ich schon, ein extra Weihnachtsdeko-Teilchen. Kriege ich so raus? Nein, kriege ich nicht. Dann schneide ich es einmal so auf. Das habe ich schon gesehen, dass hier so ein Elch drin ist. Sieht auch total lustig aus. Mit Teddybären überall. Ja, der kommt aber unten ins Wohnzimmer, der bleibt nicht hier oben stehen. So, dann ist hier an dem Bändchen, jetzt muss ich gucken, hier ist der zweite Holzspieß dahinter, so. Ja, das sind einmal diese Teile hier, so, ich versuche es mal. So, und die werden dann so in diese Explosionsbox so reingepiekst und dann schweben halt die Lamas, also die hängen dann wirklich oben, so. Ja, ziemlich cool. War auf jeden Fall eine richtig süße Idee. Jetzt kommt einmal an die Seite. Den Karton mache ich jetzt hier auch schon mal an die Seite. Ja, dann bin ich echt gespannt, was sie meinte mit Flüssigkeit. So, und anscheinend ist das Scheinweit Vanille. Ich denke, das ist wohl Vanilleste mit dir gehen. Das schnalle ich nicht. Da sind Ernährungsdings drauf. Also es sieht so voll dickflüssig aus und sieht innen drin auch aus wie Schaum. Aber auf der Flasche hier ist ein Rezept und eine Nährwerttabelle. Aber da ist doch Seife drin, oder? Also ich wette, das war mal eine Flasche. Ach ja,
True Foods, also das war anscheinend eine Smoothie-Flasche und da hat sie mir entweder ein Duschgel oder irgendwas, Schatzi, da musst du mir mal unten reinschreiben, was das genau ist. Also ich erkenne, dass es Seife ist. Es riecht auch seifig, aber wofür genau ist das? Ist es Duschgel oder ist es für die Badewanne so ein Zusatz oder was genau ist das? Das schreibt mir bitte einmal in die Kommentare unten. Ach, hier ist ein Schildchen dran. Da wird das vielleicht erklärt. Mit Liebe für dich gemacht Seife. Also einfach nur Seife ist dann wahrscheinlich egal, was genau. Mit Liebe gemacht, mit Liebe für dich gemacht. Der Stempel ist schön. So, und das ist hier eine richtig coole Farbe. Also bei dem hier hast du meine Farbe richtig getroffen, richtig gut getroffen. Die Farbe mag ich total. Blau ist unbeabsichtigt, sehr wahrscheinlich. Die Farbe mag mein Mann total gerne. Und das hier ist absolut meine Farbe. So ein bisschen dunkleres Türkis-Petrol. Also damit hast du 100 pro meine Farbe getroffen. Und mit der hier die Farbe von meinem Mann. Das ist ja auch schön, ne? Agne, guck mal hier. Magnolie und Kirschblüte. Ja, cool. Und dann mache ich das hier gleich wieder dran. Ach nee, das ist das hier jetzt Magnolie und Kirschblüte? Weil hier ist was anderes. Brauner Zucker. Okay, ich glaube, das war hier dran, oder? Ah, jetzt musst du mir das nochmal schreiben. Was war ich? Ich glaube, das hier müsste das hier sein. Brauner Zucker und dann diese Farbe. Ist ja auch witzig. So, und hier. Zack. Wobei von der Farbe her würde das Ding natürlich besser daran passen, ne? Also von der Rückseite auf jeden Fall. Ne, passen beide. Okay. Musst es mir bitte nochmal sagen, was ist, was welcher Geruch ist, dass ich es dann auch richtig zuordne. Ja, und wie gesagt, das ist eine super süße Idee. Gleich eine Seite und eins ist für meinen Mann und eins für mich. Perfekt. So, und das hier ist riesenschwer. Da bin ich echt gespannt, was da drin ist. Ah, cool. Hier ist ein Sternchen für ein Teelicht. Und ey, wenn du gerade mein Wohnzimmer sehen würdest und meine Küche, ich habe gestern, war ich so im, also ich bin ja schon seit Anfang November im Weihnachtsfieber sozusagen. Durch die Weihnachtsvideos und so und durch die vielen Gedanken, die man sich zu Weihnachten gemacht hat. Und mein ganzes Wohnzimmer und meine ganze Küche ist voll mit Teelichtern und mit Kerzen. Und ja, das wird sich jetzt dazu gesellen. Das kommt mit auf den Wohnzimmertisch. Und was haben wir hier? Hier haben wir nochmal so einen Stern. Den mache ich jetzt nicht auf, weil den habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Und da hat sie noch ein Thank You drauf gestempelt. Ja, cool, den lasse ich aber direkt eingepackt. Wie gesagt, ihr habt es ja vorhin gesehen. So, und hier ist jetzt diese Explosionsbox drin. So, und hier haben wir einmal die Box, die so aussieht. Da hat sie hier solche Schneemänner und ja, das hat sie theoretisch ringsrum und auch unten drunter. Ich möchte es jetzt aber nicht umdrehen, weil ich weiß ja, dass da noch was drin ist. So, und zack, man den Deckel aufmacht. Dann sind hier noch Geschenke draufgeklebt. Ja, und die werde ich jetzt gleich aufmachen, aber ich glaube, dass die sich hier beim Transport irgendwie vertauscht haben. Das gehört, glaube ich, so. Ja, und dann fange ich jetzt so einfach an und fange hier an, auszupacken. Und hier hat sie so wunderschönes Papier genommen. Und hier unten hat sie wieder so eine Halbperle mit dem Love. Und die werde ich mir direkt gleich mal abholen und die werde ich mir an die Seite packen. Ja, und von den Dingern, die gab es jetzt irgendwie bei Aldi auch im Angebot. Da habe ich mir auch so viele von gekauft. Ja, kann man ja auch nie genug haben, ne? Kann man auf jedes Geschenk noch mit draufbappen. So, und jetzt bin ich gespannt. Und hier könnte ich ja auch mal ein bisschen fühlen. Oh je. Es könnten Resin-Teile sein. Das ist auf jeden Fall ein bisschen was Testeres.
Nein, es ist Badezusatz, würde ich sagen. Wuppierroll. Für leichte Füße, ja, das passt ja. Naturkosmetik mit Liebe gemacht. Fußsprudelbad. Ja, und das riecht auch schon total klasse. Und diese Dresdner Essenz-Sachen, die sind wirklich super gut. Und ja, da wird sich aber, glaube ich, mein Mann drüber freuen, weil ich mache das ganz gerne eigentlich mit ihm zusammen. Also, dass ich ihm so ein Fußbad mache und dann mache ich Pediküre und eine Massage. Und dann ist er eigentlich immer ganz selig. Und ich glaube, da wird mein Mann sich sehr drüber freuen. Das werde ich, glaube ich, für ihn benutzen. So. Es geht direkt weiter und auch hier geht ab und auch die Halbperle wird nicht weggeschmissen. Wow, und hier ist nochmal so ein Badezusatz oder irgendwas drin. Das ist aber diesmal leichter zu ziehen. Das ist pulverig. Schauen wir, was wir hier drin haben. Ich finde dieses Papier mega schön, ehrlich gesagt. So, Gedankenreise. Aha, cool. Wieder Dresdner Essenz. Pflegebad mit inspirierendem Duft. Anregend. Okay, also sowas ist eher für den Morgen. Oh ja, das riecht so, wie die Packung aussieht. Es riecht so ein bisschen bunt, also mehrere Gerüche, so ein bisschen blumig. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Das kann ich mir morgens vorstellen, wenn man morgens mal nicht so aus dem Knick kommt und draußen ist kalt und eklig. Und man hat gar keine Ideen. Und dann damit zum Bad. Und dann kann ich mir vorstellen, dass dann die Ideen so sprudeln. Ja, mega schönes Papier. Guck mal, ich mag ja auch solche Hirsche und so. Und dann das Glitzer ist natürlich, ne? Genau meins. So. Und auch hier wieder. Alles retten, was zu retten geht. Und auch die Halbperle. Die sind echt mega süß, diese kleinen Laufperlen. Ja, und auch hier ist wieder so ein Sprudelbad drin. Da gucke ich jetzt mal, was es diesmal ist. Ja, komm raus. So. Und wieder Dresdner Essenz. Süße Überraschung. Sprudelbad mit feinem Toffee-Duft. Mm. Oh, geil, das riecht so ganz, ganz, also es riecht nach Karamell. Ja, es riecht nach Karamell. Boah, ja, wenn ich mich da in die Wanne lege, da kriege ich Hunger dann, ey. Ich liebe, mit langer Sprudelzeit sogar, ich liebe Karamell, ne? Alles was mit Karamell, so Karamellsüßigkeiten und so, boah, lecker. Ja. Und das Spielchen wieder von vorn. Die Halbperle ab. Zack. Und auch das abgefummelt. Komm. Und auch hier ist ein Badezusatz, aber so einer wieder. Also so ein Pulver, wo man das erfühlen kann, dass es so pulverig ist. So, und dann schauen wir. Und ich wette, es ist... Oh, nee. Ich wollte gerade sagen, ich wette, es ist wieder Dresdner Essenz. Und diesmal ist es von Balea. Ein Badesalz. Und das riecht... Oh, das riecht schon so total... Als ich die Packung aufgemacht habe, roch das schon sofort so total fruchtig. Und es ist Pflaume und Vanille. Warm und Lossy. Warm and Lossy. Lossy weiß ich gerade nicht, was es bedeutet. Aber es riecht auf jeden Fall... sehr viel mehr nach Pflaume als nach Vanille. Was mich aber überhaupt nicht stört, weil fruchtig ist nämlich sehr lecker. Ja, cool. Da habe ich auf jeden Fall eine ganze Ecke wieder zum Planschen. So, und die Explosionsbox, die mache ich mir natürlich wieder zu. Die bekommt einen schönen Platz. So. Und auch hier werde ich mir die Perle retten und das Anhängerchen. Zack.
Ja, und ich nehme stark an, dass auch das irgendwas fürs Baden oder ein Badezimmerartikel ist, weil jetzt alles sich so durchgezogen hat. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass es plötzlich was anderes ist. Schauen wir mal. Und zwar haben wir hier von Tetisept Snowball. Was ist das? Mit Liebe handgemacht, mit Glitzereffekt. Wieder ein Sprudelbad. Vanille, Karamell und Mandarinenöl für eine kuschelige Auszeit. Und das riecht auch schon richtig krass. Das hat einen mega intensiven Geruch. Also da kann man mit der Nase nicht näher als so ran, weil so ist es schon so intensiv krass. Also das ist auch so eine Badebombe, die dann eben sprudelt. Ja, und da bin ich echt gespannt. Let it snow. Also anscheinend sind da so Krümel irgendwas mit drin. Sieht auch hier schon so ein bisschen krümelig aus. Könnt ihr das sehen oder seht ihr es hier besser? Ich glaube, ihr seht es hier ein bisschen. So seht ihr es, glaube ich, am besten. Es ist so, ja, es sieht so wirklich krümelig aus, als wenn so ein bisschen Styropor oder so mit drunter gemischt wird. Ja, witzig. Ja, probiere ich natürlich alles auf jeden Fall aus. Und das werde ich mal gucken. Das werde ich mir hier an meine Wand hängen. Denke ich. Halt so rumdrehen. Zack. Genau. Ja, das werde ich mir an meine Wand hängen hier. Und ich glaube, ich werde die Spieße, werde ich die dran lassen. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das vom Platz her hinbekomme. Oder ich klemme mir die so dahinter. Das scheint vom Abstand hier ganz gut zu passen. Als Stabilisierung. Und dann mache ich mir hier hinten, klebe ich mir vielleicht die Dinger dahinter. Und dann ist das Ganze noch ein bisschen stabiler vielleicht. Und das klebe ich mir auf jeden Fall irgendwo an meine Wand. Also das kommt auf jeden Fall nicht weg. Und auch hier hat sie wieder solche Schleifchen. Und dann hat sie wieder diese Laufperlen dran gemacht. Ja, mega schön. Und Lamas sind natürlich sehr schön, nicht? Genau. Das kommt einmal an die Seite. Ja, ihr Lieben, das war das Auspackvideo von meinem Tauschpaket, sowohl als auch die Post für den Wettbewerb, den ich gemacht habe. Lieben Dank, dass du mir das trotzdem zugeschickt hast. Ich nehme stark an, dass der Umschlag erst Montag bei dir ankommt. Ich habe leider es nicht früher geschafft, die Sachen wegzuschicken. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch bei dir schon angekommen. Darfst mir gerne mal schreiben in den Kommentaren oder privat, wie du möchtest, ob das angekommen ist, der Umschlag oder nicht, und ob dir die Sachen gefallen haben. Okay, ihr Lieben. So, ich habe Hunger, ich muss Mittagessen und sag tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Kleines etwas, wie viele Teile sind das denn? Ja, ihr Lieben, ich hab's. Ich bin hier mal erschrocken.